Triff gerne von die Loge der Zauberer. Es waren gar keine Magier, heißt es. Wer dann? Ein Mann hat sich durch die Wachen gekämpft und ist geflohen. Ja, sowas. Ganz dicht. Deiriat ist zu gut bewacht. Das ist das bestbewachte Gefängnis des Kontinents. Na sowas. Wer war das denn? Du wirst ersticken an 3 Pfund Stahl. Pass bloß auf, Mutant. Herr Schmied. Wo ist er? Wahrscheinlich schlafen. Ah. Ja, ja. Zeig mir. Dann wollen wir mal Sachen verkaufen. Beiden Hemden, die sind sowieso nichts wert. Und ich habe keine Lust zum Rüstungsschmied zu rennen, nur wegen ein paar Rüstungsteilen. Glanz, Silberschwert, aha. Eins von 160. Was zeige ich noch bei mir, das extrem viel wiegt? Die Rüstung, oder? Wahrscheinlich. Wiedersehen. Die Katzenrüstung ist es. Ich habe eine narrensichere Methode, Hexen zu exorzieren. Oh, bitte schon wieder nicht. Da ist sie ja. Doofe Stute, Hengst. Hengststute, was auch immer du bist. Keine Ahnung. Bin mir nicht sicher. Kaiser sagt Hengst. Der Kaiser wird's wissen. Was geht bei denen ab? Der berühmte Geralt von Riva. Was war denn hier los? Dann zurück nach Novigrad. Ich will aber vorher. Hier ist gar kein Lager in der Taverne. Betrug. Almosen für die Armen. Naja, gut, wir müssen sowieso ins Gasthaus. Hast du meine Waren schon gesehen? Mir reicht's mit dieser Arbeit. Dann will ich noch ganz kurz gucken, ob da auf dem Weg dahin vielleicht irgendwelche Fragezeichen sind oder sowas, die ich noch nicht gemacht habe. Ach, guck mal hier. Ich könnte theoretisch mit dem Boot nach Novigrad fahren. Und dabei die nicht erkundeten Orte abklappern. Hier gibt es noch haufenweise. Muss ich alles mal offscreen machen? Ich weiß, dass es hier noch irgendwo eine kleine Mini-Nebenquest gibt. Und das war's dann eigentlich mit Nebenquests. Stufe 32. Habe ich noch irgendeine Schatzsuche auf Stufe 32? 34 alles. Okay. Ich kann ja mal gucken, ob ich irgendwo in der Nähe von einer bin. Ist nur noch die eine. Ist nur noch die eine. Die Wolfsschule ist auch so in der Richtung. Greifenschule ist Skellige. Skellige ist alles Skellige nur noch. Skellige. Los, alles lauf! Klar. Lang lebe Radovid! Etc., etc. Wieder ein Tag im Arsch. Ich
glaube, ich gehe tatsächlich mal die Fragezeichen abklappern, die hier in der Nähe sind. So viel Zeit muss sein. Also, Fort Weißer Adler und dann hierhin. Trinken wie so viel noch nie, Dreiberg-Infanterie. Schwingen ihr Schwert und Knechtel knapp. Ein Bandit. Oh, jetzt bist du dran. Ah, das glaube ich dir wieder. Lasst ihn nicht zu Atem kommen! Das Geile ist, es ist so nah dran, ich muss es nicht mal rausschneiden. Danke, Schnellreise. Die ich nach wie vor nicht mag. Aber ich kann verstehen, warum Leute sie nutzen. Aha. So versteckt ist der Schatz gar nicht. Ein unverschickter Brief. Liebster Paps, die Hochzeit ist vorbei. Es ist verbracht. Es war nicht alles so, wie ich es mir als kleines Mädchen immer gewünscht habe. Und du hast mir beigebracht, das Beste aus dem zu machen, was ich habe. Wir sind nun auf Reisen. Darum werde ich dir diesen Brief zusenden, sobald wir unser Ziel erreicht haben. Ich fange mal mit dem an, was dir bestimmt am meisten auf der Seele brennt. Die Finanzen. Wie du sicher schon bemerkt hast, sind aus deiner Geldkasse ein paar Kronen verschwunden. Der Geschirrschrank ist nun ein paar Silberteller leichter und dein Schmuckkästchen ist nicht mehr ganz so voll, wie zuletzt war. Ich war es, als man ihn mitgriff. Zweifellos weniger als zugegeben hättest, wenn ich mir einen würdigen Partner ausgesucht hätte, aber so spielt das Leben. Kot oder dieser Tauge, nicht von einem bettelarmen Faulpelz, wie du ihn nennst, ist nunmehr mein Ehemann. Und für die für dich so kostbare Unschuld deiner Tochter, die für dich stets wichtiger war als ihre Gefühle, Tränen oder Bitten, ist, wie soll ich sagen, nur noch eine Erinnerung. Wir haben unser Ziel bald erreicht. Natürlich werde ich den Teufel tun und dir schreiben, wo wir sind, falls du es dir in den Kopf setzen solltest, uns zu besuchen. Wo auch immer es ist, du sollst wissen, dass dein Silber ausreicht, um ein schönes Haus zu bauen. Das ist wichtig, denn ich erwarte ein Kind. Freust du dich? Ich bezweifle es. Du hast immer gesagt, arme Kerle zeugen nichts weiter als Köter und Halunken. Es ist also besser, wenn du diesen hier nicht zu sehen kriegst. Dein kleines Mädchen, Janet. Oh, das ist nett, Janet. Das war echt nett. Alter, wo kommst du her? What the fuck? Mhm. Geht das noch lange so? Ich reib mir gerade das Auge. Ich kann gerade nicht kämpfen. Komm schon, komm näher. Geköpft. Wie kann der noch schreien? Wie kam der her? Hat er sich unsichtbar gemacht? So. Wenn ich mich recht erinnere, ist der nächste versteckte Schatz oder was auch immer. Direkt da vorne. Einfach einfach die Küste entlang. Also du bist aus dem Nirgendwo. Ah, da vorne, das sieht doch vielversprechend aus. Banditenlager oder sowas in der Art. Oder ehemaliges Soldatenlager, jetzt von Nekrophagen überrannt. Oder von einem Hasen. Genau.
Nein. Ah. Ein Weib, ein Gruftweib, Wasserweib. Sumpfschrulle. Ja. Ich wollte ein bisschen mit dir spielen. Hat leider nicht so ganz geklappt. Zwischenschuss einer zerknüllten Notiz und die zerknüllte Notiz. Ich habe immer gesagt, dass Muski was auf den Kasten hat. Er versteht mehr Wörter als so mancher Mensch. Er kann alle möglichen Tricks, Sitzen, Rollen. Und wenn man ihm einen Speckstreifen gibt, schüttelt er ihm sogar die Hand. Aber heute hat er sich selbst übertroffen. Muski kam vom Feld angerannt und hatte etwas im Maul. Ich dachte zuerst, es wäre ein Hase, mit dem wir einen leckeren Eintopf kochen und dessen Fell wir verkaufen könnten. Aber es war kein Hase, sondern ein Sack. Er war blutgetränkt. Kein Wunder also, dass Muski ihn aufgestöbert hat. Ich schaute hinein und darin fand ich einen Schlüssel. Er war klein und voller Gravuren und Verzierungen. Er sah aus, als würde er zu einer Truhe oder einem Kästchen passen. Ich dachte mir, vielleicht liegt hier irgendwo ein Schatz versteckt, zu dem dieser Schlüssel gehört. Ich werde losgehen und mich einmal umsehen. Und wenn ich ihn finde, das schwöre ich bei mir die Tele, kriegt Muski bis zum Ende seiner Tage bestes Kalbfleisch zu fressen. Nur das Blut auf dem Sack bereitet mir etwas Sorgen. Aber ich nehme einen Knüppel mit, damit ich allem, was aus dem Gebüsch kommt, eins überbraten kann. Ich sage immer, man lebt nur einmal, also sollte man hier und da ein Risiko eingehen. Armer Hund. Die Truhe war es nicht. Nee. Ah, das Blut. Das Blut. Ich hasse das. Zwei Stiefel. Nicht schlecht. Was? So geht das nicht kaputt. Wenn es im Boden ist. So, kurzer Blick auf die Karte. Wir müssen hier weiter in Richtung Novigrad. Hier ist noch ein... Ich klapper das jetzt ab. Das ist mir voller Ernst. Wir klappern das jetzt ab. Und die Reisezeit, die schneide ich einfach raus, wenn es zu lang ist. Wir brauchen Geld. Ihr werdet es mir für die Zukunft danken. Glaubt mir. Ich weiß, man kann in den Add-ons, glaube ich, sogar mehr Geld machen als im Hauptspiel. Aber es wird nicht reichen. Ich meine, wenn ich wirklich Geld haben wollte, könnte ich tatsächlich irgendwie Tricks machen mit dem Kühlschlachten immer wieder. Oder Muscheln kaufen, öffnen und Perlen verkaufen. Das sieht mir wieder nach einem... Ah ja, Drakolit aus. Na, Vivon! Hallo? Ich will ihn amüsieren. Was jetzt?
Ja, du kommst nicht weit. Oh, komm. Nicht nur Plötze hat mit Mauern und Zäunen Probleme, ha? Huh? Ich würde sagen, kommst nicht weit. Kommst nicht über die Mauer drüber. Ein totes Pferd. Apropos Pferd. Ich glaube, es lohnt sich auch tatsächlich mehr, wenn man die Sachen später sucht oder öffnet. Also die ganzen Schätze, weil der Loot dann besser ist. Also momentan finde ich haufenweise Relikte. Ich glaube, normalerweise ist das nicht so, dass man in jedem bewachten Schatz ein Relikt findet. Oder heute. Ach, das ist so witzig gegen die. Die erledigen sich immer von selbst. Das ist so. Ein Moda-Hauptnest. Es muss zerstört werden. Warum? Es bezahlt mich doch niemand dafür. Oh nein, ein tödlicher Verschlinger. Beim letzten Mal hat es nicht geklappt. Ich wollte mich vom Gift heilen. Durch den Giftschaden. Also durch den Schaden, der absorbiert wird. So. Gibt es hier noch ein Fragezeichen in der Nähe? Tatsächlich, hier vorne. Wahrscheinlich Endriagennetze. Ich glaube, an dem bin ich vorbeigeritten. Und dann gäbe es noch hier unten auf die Insel. Ich muss das wirklich mal alles offscreen absuchen, ha? Huh? Vor allem auf Scannige. Die. Beweg dich! Schmugglernester. Die irgendwo im Meer rumschwimmen. Ich muss das zerstören, wenn ich die Endriagen loswerden möchte. Kann ich das nicht einfach mitziehen? Mann. Hä? Ich mag es nicht, wenn die Spiele inkonsequent sind, was sowas angeht. In der einen Nebenquest konnten wir es ja machen, dann konnten wir die Nester mit Igni zerstören. Jetzt nicht. Und dann, glaube ich, war noch was im Westen, oder? Ja, da ist noch ein Monsternest. Ich muss es zerstören, wenn ich die Endriagen loswerden möchte. Da, da, da. Eine Bombe. So, ich glaube, das war's jetzt. Hier. Ja, hier ist sonst nichts. Hier ist nur ein Händler. Aber ansonsten gäbe es hier nichts. Es kann sein, dass hier noch irgendwelche versteckten Sachen sind. Aber eigentlich müssten sie. Eigentlich müssten sie auf der Karte stehen, oder? Ansonsten wäre es das gewesen. Mehr gibt's nicht. Zumindest jetzt so in Richtung. Irgendwie gerade nicht. Bleibst du hier, Plötze? Die alte Plätze war nicht so schreckhaft. Ist nicht bei jedem kleinen Funken
Feuer davon gerannt. Ist hier noch was in der Hütte? Ah ja. Ein bisschen was Kuhmilch und Fell eines weißen Wolfs. Ansonsten haben wir noch ein bisschen Holz oder Hütte und sonst nichts. Komm schon! Voll der Scheiße. Das ist nichts. Dann zurück zum Chamäleon. Wie man so schön sagt. Hilfe! Rette mich! Ich sterbe! Dann treffen wir uns mit Yennefer und dem Rest der Loge. Und geben unsere Katzenrüstung hier mal ab. Jetzt hörte ich vorher noch zum Hatubi. Ich habe haufenweise Waffen. Na gut, haufenweise Waffen stimmt gar nicht. Ich habe gar nicht so viel dabei. Aber die verbesserte, überlegene Katzenrüstung lege ich hier trotzdem mal rein. Auch wenn ich sie eigentlich mal ausprobieren wollte, aber ich komme ja doch nicht dazu. Genauso wie die Stahlschwerter. Es ist wahrscheinlich sogar effektiver. Naja, mit Katzen. Geralt! Was ist los? Noch nichts, aber es braut sich was zusammen. Philippa und Margarita wollen mich sprechen. Haben Sie gesagt, weswegen? Nein, aber ich habe einen Verdacht. Ich wette, dass Sie was mit mir vorhaben. Und Sie geruhen mir, Ihre Pläne mitzuteilen. Du kommst allein zurecht, ich gehe mit dir. Ja, der Loge traue ich nicht. An dem Gespräch kommst du wohl nicht vorbei. Ich gehe mit dir, wenn du willst. Mhm. Wenn du dabei bist, wägen Sie Ihre Worte sorgfältiger ab. Da wäre ich nicht sicher. Aber zwei Köpfe sind besser als einer. Bringen wir es hinter uns. Ihr wolltet mich sprechen. Ja, dich! Geralt nicht! Geralt bleibt. Oder wir gehen beide wieder. Lass ihn bleiben, Phil. Er würde irgendwann doch alles erfahren. Na schön. Solange er nicht unterbricht. Werd ich nicht, falls Ciri nicht anders entscheidet. Die Loge hatte einst große Pläne mit dir. Wichtige Pläne. Gewiss entsinnst du dich. Du solltest deine Studien abschließen und eine von uns werden. Leider lief es anders. Wir wollen die Loge wieder einberufen. Und wir erneuern unser Angebot. Du musst zu uns stoßen. Wir sind betrübt, dass unsere liebe Sheila an dem Unterfangen nicht teilnehmen kann. Aber die Umstände schließen eine längere Trauerzeit aus. Wie lautet deine Entscheidung? Wirst du dich uns anschließen? Wie damals? Ich soll irgendein Prinzchen heiraten und eure Marionette werden? Du warst damals noch ein Kind und wir haben die Situation falsch beurteilt. Diesmal bieten wir dir eine Partnerschaft an. In der Loge hat immer jemand das Sagen. Ja, das stimmt. Die Loge wird gesetzlich verfolgt. Du wärst wieder auf der Flucht. Ja, aber das ist sie ja jetzt schon. Also, das ist ja Quatsch. Außerdem ist Radovid tot. Das ist... Also Radovid ist tot. Also, wenn man es mal realistisch betrachtet, hat der Norden eigentlich gar keine Chance mehr. Und... Nilfgaard verfolgt Magier nicht, sondern versucht sie einzugliedern. Nilfgaard sieht die Loge auch nicht als... Oder sieht Nilfgaard die Loge als Feinde?
So oder so ist der Punkt Quatsch. Weil verfolgt wird sie jetzt schon. Loge und Gleichberechtigung, das ist Unfug. Ein paar hielten immer die Zügel in der Hand, die anderen haben es höflich abgenickt. Eine weise und fähige Zauberin findet die Rolle, die Position, die am besten zu ihr passt. Und deine sollte die oberste sein. Du verdienst die Führung. Mach dir bitte klar, dass du zu Großen geboren wurdest. Arbeite mit uns, dann erreichst du es. Und sobald wir dich gelehrt haben, deine Kraft zu kontrollieren und zu kanalisieren... Dafür habe ich doch Avalach. Und du lässt das zu? Glaubst du ernsthaft, dass seine Absichten lauter sind? Nee. Ich vertraue niemandem, das ist Siris Entscheidung. Das stimmt. Ich vertraue denen nicht, ich vertraue Avalach nicht. Aber ich lasse Siri machen, was sie will. Ich vertraue ihm nicht. Ich vertraue euch nicht. Aber das spielt keine Rolle. Ciri entscheidet. Wissende hegen immer verborgene Pläne. Altruismus gehört einfach nicht zu ihrer Konstitution. Du bist sein Werkzeug, auch wenn du es nicht merkst. Wir sichern dir Wissen und Schutz zu. Aber du bleibst als dein eigener Kapitän am Ruder deines Schiffs. Und im Gegensatz zu Avalach können wir dir das versprechen. Wir erwarten nicht, dass du dich sofort entscheidest. Überdenk, was du gehört hast und wie du dich fühlst. Wir reden, wenn du soweit bist. Wenn das alles ist, dann... Schnappen wir frische Luft. Und? Ich weiß nicht. Ich will eigentlich nicht drüber reden. Ich gehe spazieren. Ich hoffe, sie... Sie schafft das schon. Sie ist zäher, als wir denken. Du solltest Avalach besuchen. Er wollte dich offensichtlich sprechen. Ja, ist ja der Letzte auf der Liste. Ich will aber nicht. Also, ich glaube nicht, dass die Ciri sie führen lassen. Also ich glaube schon, dass sie Ciri zur Anführerin machen wollen, aber ich glaube, sie werden sie versuchen so zu manipulieren, dass sie dann sie so führt, wie sie es wollen, dass sie sie führt. Stell dir, was ich meine. Also sie denken, Ciri wird ihnen nur beitreten, wenn sie sagen, sie wird sie führen. Also sie ist ihr eigener Herr. Aber wir manipulieren sie so, dass sie denkt, sie ist ihr eigener Herr, aber sie ist es nicht. Vielleicht sehe ich das aber auch falsch. Vielleicht schätze ich die Loge der Zauberin härter ein, als sie es verdient. Vielleicht haben sie gelernt. So, hat Triss was zu sagen? Ja, Geralt? Nein, ich finde das immer so enttäuschend. Bis dann, Triss. Ich finde das immer so enttäuschend, wenn ich mit Charakteren nicht nochmal... Hä, wolltest du nicht spazieren gehen? Hast du kurz Zeit? Natürlich. Nicht nochmal über irgendwas reden kann. Hier, jetzt zum Beispiel. Und wie hast du dich bezüglich der Loge entschieden? Ich sollte gehen. Gut, wir reden später. Vielleicht wissen sie aber auch, was ihr Vater mit ihr vorhat und hoffen, wenn sie sich der Loge anschließt oder der Loge wohlgesonnen ist, dann sind sie erstmal vor gesetzlicher Verfolgung sicher. Hallo Margarita. Hallo Yennefer. Hallo Philippa. Geralt? Yennefer? Danke, Jen. Bis dann. Margarita? Wie fühlst du dich? Besser, danke. Wenn du nicht rechtzeitig gekommen wärst, hätte alles viel schlimmer ausgehen können. Ich schulde dir was. Bedank dich bei Yennefer. Es war ihre Idee. Ich dachte, Margarita Laux Antill wäre die Letzte, die sich von Hexenjägern fassen lässt. Das stimmt, wenn es nur mich betroffen hätte. Du vergisst, dass ich meine Studentinnen berücksichtigen musste. Ich wusste, dass die Jäger schließlich Aretusa erreichen würden. Es war nur eine Frage der Zeit. Als ich hörte, dass Triss seine Fluchtroute nach Govia organisierte, sah ich keinen Grund zu zögern. Ich sammelte meine Novizinnen und wir ritten nach Novigrad. Leider wurden wir gefasst und in Deriad eingesperrt, bevor ich Triss kontaktieren konnte. Ich habe gar keine anderen Zauberinnen bei dir gesehen. Weil sie schon hingerichtet wurden. Verbrannt, lebendig, eine nach der anderen. Die
talentiertesten Mädchen des Nordens. Radovid hat mich für den Schluss aufgehoben. Sie sollte leiden. Und was ist mit deiner tollen Schule? Wenn du hier bist, was ist dann aus Arethusa geworden? Am Tag meiner Ankunft in Novigrad erhielt ich eine Botschaft von Biruta Ikati. Kurz und bündig. Schule von Redanian überrannt. Die Bibliotheken brennen. Eine Handvoll Studentinnen ist mit Nina Vivero geflohen. Die anderen sind tot. Es ist vorbei. Keine Reaktion von Kammer und Rat? Du scherzt wohl. Sie haben Radovid aufgefordert zu intervenieren, so wie er sie ernannt hatte. Toll. Der Typ, der es abfackelt, soll intervenieren. Leb wohl, Rita. Ja, ja, Arethusa. So, Philippa, bist du endlich wach? Nun, was gibt es? Dank mir nicht, Philippa. Ich rette dir gerne den Hintern. Jederzeit willkommen. Du hattest was davon. Darum hast du mich gerettet. Hast du damals wirklich Meuchelmörder auf Dijkstra angesetzt? Du glaubst dich? Erinnerst du dich nicht, dass wir einst ein Paar waren? Und? Aus meiner Sicht wäre das schon Grund genug. Eigentlich habe ich mich schon lange gefragt, warum ihr euch getrennt und zerstritten habt. Siehst du, Geralt? Es gibt Leute, die Politik und Privatleben trennen und Leute, die das nicht tun. Welche Sorte war Dijkstra? Die langweiligere. Also jemand, der es nicht tut. Leb wohl. Hier ist niemand? Hier ist niemand. Das überrascht mich jetzt. Ach doch, da ist Triss. Hi, Triss. Ich hab dich niemand genannt. Vergib mir. Na gut. Es bleibt ja nichts anderes übrig, als mit Avalach zu reden. Ich mach's ungern, aber es muss ja sein. Ich nehme seit 3 Stunden auf. Neuer Rekord. Seit langem. Neuer Rekord in diesem Jahr. Sagen wir es mal so. Aufnehmen? Ha! Da war noch Loot. So, Avalach. Du bist der letzte Schritt bei den letzten Vorbereitungen. Ich trau dir nicht. Warum? Sieht Harnfaser in Töpfen eigentlich aus wie Harnfaser? Aber in der Wildnis sieht es aus wie Arenaria. Ja, das ist Harnfaser. Aber in der Wildnis. Sieht halt Harnfaser aus wie Arenaria.